Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Eine Online-Diskussionsveranstaltung mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, live gestreamt am Mittwochabend auf YouTube. Das Format soll Bürgerinnen und Bürger, Politik und Experten zusammenbringen, mit der Möglichkeit, Fragen zur Corona-Lage zu stellen und die Einschätzung von Wissenschaftlern zu hören. Unter anderem kommt Lothar Wieler zu Wort, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken für die Gelegenheit, das zu tun. Und wenn Sie Wieler weist zunächst darauf hin, dass die tatsächlichen Infektionszahlen um das 2- bis 3-fache höher sein dürften als die offiziell gemeldeten, da die meisten Gesundheitsämter überlastet sind. Und findet dann ungewöhnlich deutliche Worte für die zu erwartende Situation in den kommenden Wochen. Aber was mir hier wichtig ist, wir haben in den letzten Wochen eine Case-Fatality-Rate, also eine Rate von Meldungen zu Verstorbenen von etwa 0,8%. Das heißt also, von diesen 52.000 dort werden, und da ist nichts mehr dran zu ändern, 400 etwa sterben. Ja, in der BPK habe ich das ein bisschen zurückhaltender gesagt, mindestens 200, aber wenn wir 0,8% haben, dann sind das ziemlich genau 400 Menschen. Und was mir wichtig ist, das müssen alle, die jetzt zuhören, ganz klar begreifen, daran gibt es nichts mehr zu ändern. Wir können das nicht mehr ändern. Diese Menschen sind ja infiziert. Davon gehen dann eben 3.000 auf Krankenhaus, davon gehen ein paar hundert auf Intensiven, davon sterben eben so und so viele. Das können wir nicht mehr ändern. Niemand von uns, der hier sitzt, kann diesen Typen noch helfen. Das ist ein Eimer Wasser, der ist ausgeschüttet, den kriegen sie nicht mehr rein. Und ich möchte es auch nochmal Ihnen klar machen, wenn von über 60-Jährigen 3 Millionen nicht geimpft sind momentan, 3 Millionen Deutsche über 60, wenn alleine die alle infiziert würden, dann wären alleine von denen unsere Intensivbetten schon alle belegt, wenn sie dann alle auf Intensiv überhaupt noch kommen. Es sind eben immer noch zu viele nicht geimpft. 15 Millionen Erwachsene nicht geimpft. Das ist zu viel. Wenn wir wieder das zulassen, dass sich so wenig impfen lassen, dann werden wir im nächsten Winter ja ein ähnliches Problem haben. Denn mit einem Test kriegt man kein Virus aus dem Land. Etwas, das Sie auch nicht vergessen dürfen, ist, dass tatsächlich die Patienten, Covid-Patienten, länger auf den Intensivstationen liegen und dadurch die Kapazität natürlich noch enger wird. Und was bei der Diskussion immer wieder vergessen wird, wenn heute jemand einen Verkehrsunfall hat, dann braucht er auch ein Intensivbett. Es werden jetzt schon Schlaganfallpatienten teilweise über 1,5, 2 Stunden gesucht, wo man sie hinfahren kann, weil die Betten nicht mehr frei sind. Herzinfarktpatienten, es werden OPs verschoben, es werden Kinder, weil wir auch viele Atemwegsinfektionen außerhalb von Covid haben. Kinder werden auch teilweise Intensivstationen über 1,5 Stunden verlegt. Sie sehen, die Prognosen sind super düster. Die sind richtig düster. Wir halten die im Laufe von 10 Tagen für ziemlich belastbar. Die gehen alle steil nach oben. Sie sind im Kleeblatt Ost, aber das ist völlig wurscht. Wir sehen die überall. Und hier ist eine wichtige Lehre. Wenn Patienten verlegt werden, dann bitte so früh wie möglich. Denn Patienten, die schwer krank sind und beatmet werden müssen, die zu verlegen, ist natürlich ein viel größerer Aufwand. Sie wissen, dass Bayern zum Beispiel schon nach Italien Patienten verlegt. Teilweise ist es natürlich auch gar nicht so einfach, die zu verlegen. Das ist logistisch extrem anspruchsvoll. Da wird über Medevac gesprochen, über Flugzeuge. Das ist wirklich, also es herrscht eine Notlage in unserem Land. Wer das nicht sieht, der macht einen sehr großen Fehler. Ich sage das jetzt mal ganz klar, es muss jetzt Schluss sein, dass irgendwer irgendwelchen anderen Berufsgruppen aufgrund von irgendwelchen Umständen nicht gestattet zu impfen. Wir sind in einer Notlage und in einer Notlage muss man bestimmte Dinge großzügig gestalten. Darum bin ich hier ganz klar dafür, dass unter anderem Apotheker impfen sollen. Wir brauchen jeden und jede, um jetzt zu impfen. Die Boosterimpfungen sind so umfänglich. Wir haben viele Millionen Menschen, die Impfungen brauchen. Je schneller die geimpft werden, desto besser. Und die noch nicht geimpft sind, auch. Wir brauchen jedes Angebot, jedes niedrigschwellige Angebot. Jeder Mann und Maus, die impfen kann, soll gefälligst impfen. Sonst kriegen wir diese Krise nicht in den Griff. Zu Alten- und Pflegeheim, auch nochmal an jeden, der jetzt zuhört. Es ist naiv zu glauben, dass bei hohen Inzidenzen diese Menschen geschützt werden können. Das geht nicht. Dieses Virus ist so ansteckend. Der sogenannte R-Wert ist so hoch von der Delta-Variante. Wenn Sie die Menschen wegsperren wollen
und keinen Kontakt zur Außenwelt mehr haben, dann mag das gelingen. Aber das ist natürlich aus vielerlei Gründen völlig inakzeptabel. Aber wenn die Inzidenzen zu hoch sind, wird es nicht gelingen, das Virus aus Pflegeheimen und Altenheimen rauszuhalten. Ich bitte Sie, diese naiven Gedanken zu vergessen. Wir müssen die Inzidenzen senken. Wieler schließt seinen Vortrag damit, dass das Szenario, das nun mit zu geringer Impfquote eingetroffen sei, seit Juli bekannt gewesen sei. Gegen die Empfehlungen des RKI seien viele Bereiche zu schnell geöffnet worden, insbesondere Hotspots wie Clubs und Bars. Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Und das ist meine Einlassung. Danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das zu sagen. Das ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es nicht vielleicht erkannt wird, was ich unter anderem sage und wie auch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Wieler. Diese Runde dient ja dazu, wirklich sehr klar für die nächsten 2 Tage für uns als Staatsregierung zu wissen, was wir tun. Derzeit nehmen die Infektionszahlen in Deutschland wöchentlich um fast 40% zu. Am Donnerstag wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten.